Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe. Heute schauen wir uns von Little Tykes die Sparkle Bay Funkelfontäne an, und zwar die gelbe. Ich finde, die sieht aber eher orange aus als gelb. Naja, das ist ein Spielzeug, die ist für in die Badewanne geeignet oder auch für ins Schwimmbad. Und zwar leuchtet diese Funkelfontäne und dreht sich im Wasser und sprüht natürlich Wasser raus. Hoffe ich doch mal schwer. Das Ganze sieht aus wie ein Kugelfisch, hat hier zwei Augen und einen lustigen Mund. Ist unten pink und wie gesagt orange oder gelb. Ihr könnt mir hier mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das eher orange oder gelb findet. Genau, das Ganze ist für Kinder ab 18 Monaten geeignet und verspricht viel Spaß, denke ich mal. Wir probieren es mal aus und davor packen wir es zusammen aus. Los geht's! Fertig ausgepackt habe ich hier schon mal was vorbereitet, und zwar habe ich hier mein Handtuch untergelegt, weil ich nicht weiß, wie hoch die Fontäne wird. Ich musste noch in den pinken Teil von dem Kugelfisch, von der Glitzerfontäne, noch drei Batterien reinmachen. Die waren nicht dabei, aber das ging relativ leicht. Dafür musste ich nur diese Schrauben hier aufdrehen und dann die drei Batterien rein. Und jetzt soll ich den Kugelfisch reinsetzen und dann soll der auch schon direkt anfangen, die Fontäne zu sprühen. Und dann testen wir das mal. Und los geht's. Und oh, da geht er schon an. Da kommt die Fontäne. Oh, die wird immer höher. Seht ihr das? Wow. Okay, zum Glück habe ich das Handtuch untergelegt. Jetzt wird alles nass hier. Okay, die Fontäne ist schon hoch, muss man schon sagen. Drehen tut er sich irgendwie nicht. Nur wenn ich ihn anstupse. Aber jetzt muss ich... Oh, das ist jetzt viel zu viel. Haha. Zum Glück habe ich das hier untergelegt. Also wir sehen, die Fontäne ist schon hoch. Wir machen es noch einmal. So rein. Da fährt er los, der Kugelfisch. Leuchtet innen drin auch blau. Die Fontäne wird immer höher. Wird alles nass hier. Okay. Wird die Fontäne auch wieder kleiner dann oder bleibt die so hoch? Okay, die bleibt so hoch, dann hole ich ihn nochmal raus. Okay, dann seht ihr ja jetzt, wenn ihr also ein bisschen Spaß haben wollt und eure Wohnung unter Wasser setzen wollt oder das Badezimmer, dann ist der Kugelfisch auf jeden Fall richtig geeignet für. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!